Bleibt mal kurz hier sitzen. Ganz ruhig. Nicht bewegen. Nicht bewegen. Ich weiß, es klingt jetzt verrückt, aber frohe Weihnachten. Nehmt an meinem Gewinnspiel teil. Es gibt Preise im Wert von 1000 Euro und mehr sogar. Klickt euch auf meine Fanpage an. Ihr müsst meine Fanpage liken. Und dann habt ihr auch die Chance, an meinem Gewinnspiel mitzumachen. Der Sieger kriegt sogar eine Urkunde von mir zugeschickt. Also, bis dann. Hallo liebe Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Partie des Monats, nämlich Juli 2013. Im Juli 2013 spielte ich in Frankfurt das Karl-Mahler-Turnier und in Dortmund das Helmut-Kohls-Turnier, das ja zeitgleich mit dem Sparkassen-Chess-Meeting, also mit dem Super-GM-Turnier und dem Dortmunder A-Open ausgetragen wurde. Das Dortmunder A-Open gab ja einen ungewöhnlichen Zwischenfall, dass jemand des Betruges über, ich will nicht sagen übertriert wurde, aber ja, im Open hätte man, das Open war gar nicht so gut besetzt, da hätte ich auch spielen können, hätte deutlich mehr Geld bekommen, aber gut, ich habe mich entschieden, das Helmut-Kohls-Turnier, also das GM-Turnier zu spielen und da um die GM-Norm zu kämpfen. Das hat nicht geklappt, aber ich habe ganz ordentlich abgeschnitten. Ich habe die Hälfte aller Punkte geholt und ein paar Elo dazu gewonnen. So, und das hier ist die dritte Runde. Das ist mir auch eine Neuigkeit geglückt, nämlich zum ersten Mal habe ich in einem GM-Turnier eine Partie gewonnen, bevor ich meine erste Partie verloren habe. So, und diese Partie möchte ich gerne vorstellen, nämlich die Partie aus der dritten Runde gegen Andrei Orlov. Und es geht heute um ein ganz wichtiges Thema: Wie widerlegt man Karo Kann? Mein Gegner hat es eigentlich noch nie gespielt und ich war auch total überrascht, dass es gespielt hat. Aber gut, wir hatten das Thema letztes Jahr schon. Wie widerlegt man Karo Kann? Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Weiß, wenn er einen Vorteil haben will, unbedingt drittens E5 spielen muss. Da hat Weiß wirklich in ganz vielen Varianten Vorteil. Und Schwarz muss es auch genau kennen, wenn er das sich da retten will. Also Läufer F5, Springer F3, E6, Läufer E2, so spiele ich gerne. Übrigens, ja, H4 ist auch interessant, aber gut, das spiele ich meistens. Hier kam Springer D7, Rochade, H6. Und hier eine interessante Möglichkeit B3, weil Schwarz sich langsam aufbaut. Nach Springer E7 wäre zum Beispiel B3 nicht so gut. Da muss man eigentlich schon Springer BD2, Springer B3, A4, A5, C4 spielen. Aber auf H6, B3 ist gut. Springer E7, C4. Und hier kam Läufer H7, was nicht so toll war. Also der einzige Zug, mit dem man auf Ausgleich spielt, ist eigentlich Springer G6. Und hier ist Springer E1 ganz interessant. Idee ist zum Beispiel G4 oder erst Springer C3, dann G4. Das ist interessant. Gut, natürlich kann Weiß sich auch normal weiterentwickeln, aber da mit Springer C3, aber da hat man auch gewisse Nachteile. Aber gut, das ist jetzt nicht Gegenstand der Partie, Läufer H7 kam. Und hier hat man nach Springer C3, Springer F5 so, und hier hat Weiß schon einen ganz netten Vorteil. Weiß Ideen zum Beispiel sind Dame C2 und so ein bisschen G4 drohen. So, wie es ja auch kam. Ich kann hier allerdings nicht G4 spielen wegen Springer H4. Auf Springer schlägt H4, dann Läufer schlägt D3, Zwischentausch. Der Computer will übrigens an fast jeder Stelle mit Weiß C5 spielen, aber gut, das war mir halt zu langsam. Weiß kann dann halt am Damenflügel schön A3, B4, A4, B5 spielen. Ist auch sicher immer Vorteil, aber mir hat das so besser gefallen. Hier kam Springer F8. Ja, jetzt Rochade geht halt nicht wegen G4. Das ist ein Problem, weil ich dann auf H7 mit Schach nehmen kann. Er spielte Springer F8, Springer F4, droht Springer H5, Springer G6. So, und hier habe ich mich entschlossen zu nehmen. Ich hatte auch andere interessante Möglichkeiten, aber Bauer ist Bauer. Das ist schon wichtig, zum Beispiel den hatte ich. Dame schlägt F5 und hier stehe ich ein bisschen besser. Rochade, Dame E3, Dame D7, Läufer C3, Läufer E7. Aber Schwarz hätte außer den Bauern zu geben auch nicht wirklich was machen können. Irgendwie hatte er schon ziemlichen Druck gegen sich.
Aber das, was er gemacht hat, war ja noch nicht schlecht. Und hier habe ich Springer D2 gespielt und das war nicht so gut. Und jetzt hätte Schwarz mit C5 ausgleichen können. Besser wäre hier für mich gewesen, wenn ich erstmal die Türme in die Mitte gestellt hätte. Zum Beispiel, ja, Turm AC1, Turm FD1 oder Türme auf der D-Linie verdoppelt, weiß ich nicht. Und dann halt den Springer kann man auch statt nach D2 nach E1 stellen. Und also meine Idee war natürlich mit Springer D2, F4, F5. Aber irgendwie, und vielleicht könnte ich auch selbst C5 hier spielen, aber dann Schwarz eine ziemlich gute Blockade auf den weißen Feldern. Aber gut. Hier habe ich halt nur ein Problem. Also ich will F4 zum Laufen bringen. Und dann vielleicht am Königsflügel angreifen. Aber gut, mein Problem ist halt jetzt C5, aber er spielte Turm FD8. Was schlecht war, jetzt Läufer A5 und F4. Und hier kommt C5 mir nur entgegen wegen Läufer B6. So kam es auch. C schlägt D war auch wieder schlecht. Hier wäre D schlägt C besser gewesen. So, aber Weiß steht natürlich immer noch besser. Dame schlägt D4. Läufer B4 kam hier. Turm C6. Also ich habe eigentlich mit Läufer D8 oder sowas gerechnet. Stehe ich natürlich auch besser. Turm C6 wäre interessant gewesen. Um vielleicht irgendwie die Qualle zu opfern. König K1, Läufer D8. Auch hier stehe ich besser. Aber gut, Läufer B4, Springer F3. Und hier hat er schon so den entscheidenden Fehler gemacht. Einfach so ein Überseher, ja. Läufer E4. Also Turm E6 wäre noch gegangen, aber dann auch König H1, um Turm schlägt B6 zu verhindern, stehe ich auch besser. Aber Läufer E4 und hier war es eigentlich schon sofort vorbei. Wegen C schlägt D5. Vermutlich hat er gedacht, dass er jetzt Läufer C3 spielen kann irgendwann, aber jetzt nehme ich auf E4 und wenn er hier nimmt, decke ich halt mit dem Turm den C3. So, und das war es eigentlich schon. Mein Gegner hat unnötig noch lange weitergespielt, aber ich will jetzt weitere Kommentare ersparen. Am Ende noch hier schön das Damenopfer, also nicht Opfer, aber so, und ich habe das Dauerschach verhindert und Turm mehr behalten. Damit habe ich gewonnen. Ich hoffe auch, dass euch diese Partie gefallen hat. Da kann man auch wirklich was lernen. Das ja, Vorstoßvariante ist meiner Meinung nach der härteste Test für einen Karo-Kann-Spieler. Ja, man hat halt sofort Raumvorteil und versucht halt mit so strategischen Ideen weiterzukommen und die schwarze Stellung aufzuknacken. Wenn, also vorausgesetzt, Schwarz spielt auch nach E5 Läufer F5. Ja, dann steht Schwarz halt immer relativ passiv und kann man das gut ausnutzen. In der Partie des Monats August werdet ihr jetzt auch mehr dazu erfahren und die zeige ich dann im nächsten Video.